In Rantum steht das Quellenhaus der Syltquelle. In seiner Galerie ist über das ganze Jahr die internationale Kunstszene zu Gast. Die Ausstellung Sommerfrische – Sehnsucht nach dem Paradies beinhaltet 14 Positionen zeitgenössischer bildender Kunst, die sich mit dem Thema Paradies beschäftigen, zum Beispiel mit der Idee, wie oder wo verorte ich das Paradies? Vielleicht im Sommer, deswegen auch der Titel Sommerfrische, oder aber in der Transzendenz. Also bei allen Positionen, die Sie hier sehen, handelt es sich um Künstler, die sich mit der Idee des Paradieses auseinandersetzen, sei es, dass man es in der Kindheit findet, wie man zum Beispiel an der Schaukel sehen kann von Winter Hörbelt, sei es, dass man sie in einer Sommerlandschaft, in einer Dünenlandschaft findet. Was natürlich ganz spannend ist, die Idee, da Sylt natürlich so ein typischer Ort für die Sommerfrische ist. Und deswegen natürlich, wie prädestiniert ist eigentlich zu überlegen, ist diese Idee eigentlich nur in den Köpfen oder gibt es die hier tatsächlich? Über Fotografie und die plastische Installation bis hin zur Klangmontage erforschen die Künstler das weit gesteckte Feld der Ausstellung. Noch zu sehen bis zum 12. August 2007.